Hallo, Aforbs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und heute habe ich etwas ganz Großes für euch. Die Semperoper aus Dresden, erbaut von Gottfried Semper, da kommt der Name Semperoper her, ein Architekturset, das Xingbau für uns entworfen hat. Hier sieht man noch ein Originalbild. Und ein großer Karton, über 3000 Teile mit zwei schicken Innenkartons. Die möchte ich euch auch nicht vorenthalten, weil sie, na, hier passt es ja auch, auf beiden Seiten schön bedruckt sind mit den Bauwerk, das ihr mit den Teilen errichtet. Nötige Anleitung. Kommen wir gleich nochmal zu ein oder zwei Stellen. Großes Gebäude, es steht auf 6 16 x 32 Baseplates. 6? Jawohl, 6. Hier seht ihr sie in der Teileliste. Haben also 64 Noppen und 48 Noppen. Eine schöne Farbauswahl, eine wirklich schöne Farbauswahl. Wir haben Light Bluish Gray, wir haben Dark Tan, herrlich. Dark Tan, Tan und Sand Green zusammen ist für mich so, ja, ist auch wie die Frauenkirche beispielsweise auch. Dark Tan und Tan ist für Architektur, für Sandsteingebäude halt, das sind die perfekten Farben. Dann haben wir dieses Kupferdach, aber nicht einfach in Sand Green, sondern in diesem ganz hellen Ton. Das ist Light Aqua. Das ist so der hellste Blau oder eher Türkiston, den es so gibt bei den Standardfarben. Und ich finde, das wirkt hier sehr schön. Und was wir hier oben noch haben, das sieht aus wie schwarz. Ist es aber nicht. Das ist Pearl Dark Gray, auch Kanonengrau genannt. Ein der dunkelste Metallic-Ton. Also Flat Silver, auch ein matter Metallic-Ton, ist aber heller. Das ist klassische silbrig so. Und dieses Pearl Dark Gray ist ein ganz dunkler Metallic-Ton. Finde ich klasse, dass der hier verwendet wurde. Mal kurz ein bisschen was zur Geschichte des Gebäudes. Ist ja der Spielort der Sächsischen Staatsoper Dresden. 1838 bis 1841 erbaute Gottfried Semper den ersten Bau der Semperoper an einem anderen Ort, nicht auf dem Theaterplatz in Dresden. Es war ein Rundbau. Berühmt war das Gebäude unter anderem für seine Digitaluhr über der Bühne. Ja, 1840 war dann eine Digitaluhr. Spannend. Ich weiß nicht genau, wie das da funktioniert hat, aber es gab eine. Der Bau ist allerdings 1869 abgebrannt. Und 1871 bis 1878 wurde dann dieses Gebäude an einer anderen Stelle auf dem Theaterplatz in der Nähe der Elbe in Dresden errichtet. Die Bauleitung hatte Manfred Semper, der Sohn von Gottfried Semper, denn der Herr Gottfried Semper, der hatte sich, ich glaube, 1849 an so Maiaufständen beteiligt und der war dann, sagen wir so, er musste fliehen und durfte lange Sachsen nicht betreten, war aber trotzdem dann der Architekt dieses Bauwerks, durfte nur nicht nach Sachsen rein, deswegen kümmerte sich sein Sohn darum, dass das alles so umgesetzt wurde. Und dieser Gottfried Semper ist berühmt für seine Gebäude, die nicht nur herrlich aussehen, also architektonisch, künstlerisch spitze sind, sondern die sind auch zweckmäßig. Die Akustik hier drin soll verdammt gut sein und dafür ist er ja auch verantwortlich. Die Besucherführung hin zu den Rängen und so, also wie das Atrium gestaltet ist und wie man das Atrium sonst noch benutzen kann, alles perfekt. Ein sehr tolles Gebäude, soll eines der schönsten und gelungensten Opernhäusern der Welt sein. Jawohl. 2002 stand es so ein bisschen unter Wasser. Bei dem Elbe-Hochwasser wurde dann für viele Millionen Euro auch wieder restauriert. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ist es bis auf diese Wandelgänge ausgebombt worden, ist dann aber bis 1985 in der DDR wieder errichtet worden. Aber
kommen wir zurück zum Set. Es ist groß. Reingucken kann man nicht. Es ist einfach ein schönes Architekturset. Und ja, man kann nicht reinschauen. Aber dafür, dass man nicht reinschauen kann, ist im Innenbereich sehr ordentlich gefliest worden. Und das ist auch ein Feedback, das wir Xingbao geben müssen. Diese ganzen Fliesen sind schön, aber eigentlich völlig unnötig. Die treiben die Teilezahl nach oben. Also hier ist auch quasi drei Ebenen übereinander, Plates, Fliesen. Das ist schön, man kann hier ewig weit hineinschauen, aber man hätte es nicht bis hier hinten also unbedingt fließen müssen. Gut, so viel dazu. Dann haben wir sehr große Plates und das ist ein Bautipp von mir. Wir haben an einigen Stellen, so beispielsweise hier, sehr große Plates. Klar, irgendwo muss ja auch ein Dach drauf. Und wenn man diese Plates angebracht hat, die, man kann es sich denken, nur hier und da angebracht werden, in der Mitte ist nichts, ne? Sie überspannen halt eine große Lücke. Wenn man dann auf diese Plates große Fliesen draufsetzen soll, funktioniert das nicht so gut. Was macht eine große 8x16er Plate, die nur ganz links und ganz rechts befestigt ist, auf die man was draufdrücken will? Die macht den, die gibt nach. Der Klügere gibt nach, klar. Das merkt ihr beim Bauen. Ihr könnt aber auch an solchen Stellen, das macht zumindest ich so, ich antizipiere dann schon. Ich merke dann, okay, Moment, ich muss hier was drauf, da kommen noch Fliesen, das wird nichts. Entsprechend habe ich diese Fliesen dann wieder abgenommen und habe, ich habe die Plates abgenommen und erst die Fliesen draufgebaut und dann das Ganze draufgesetzt. Muss man also hier an der einen oder anderen Stelle die Reihenfolge der Bauanleitung so ein bisschen anpassen. Ist nicht ganz optimal. Eine weitere Sache noch, das Dach, der letzte Dachabschnitt. Wo haben wir ihn? Also hier wird erst so ein Mittelsteg gebaut, das ist der hier. Und dann werden die zwei Hälften des Daches gebaut und die zwei Hälften des Daches werden nacheinander in diese ganzen Hinges hier eingeklickt, während dieser Steg in der Mitte bereits da ist. Auch da werdet ihr feststellen, das klappt nicht so wirklich gut, baut den Steg zum Schluss. Und seid ein bisschen vorsichtig beim Andrücken, dann klappt es auch. Jawohl. Herrliche Teile. Und was mir auch gefällt, das Set kommt ohne Prinz aus. Ja, aber Prinz sind doch so toll. Ja, Prinz sind schon toll, ja. Aber ganz ehrlich, was ist euch lieber? Diese Fenster? Oder ganz einfache hohe Bricks, auf denen ein Fenster aufgedruckt ist. Ich bin immer der Ansicht, sowas wie ein Fenster, eine Säule, eine Ranke, die eine Mauer hochwächst, sieht gebaut viel schöner aus als Print oder als Sticker. Und ein Mix von beidem, das eine Fenster ist gedruckt und das nächste ist gebaut, das sieht auch komisch aus. Hier ist alles gebaut und das ist für mich ja, die Königsdisziplin. Ich finde, wenn man etwas bauen kann, soll man es bauen. Ganz einfach. Und das ist hier gelungen. Es ist alles gebaut. Es sieht alles prima aus. Wir haben hier zwei süße Spezialteile, die ich euch auch noch zeigen möchte. Die verwendet Xingbao auch bei asiatischen Sets. Ich finde, hier fügen sie sich aber schön ein. So zwei Drachen als Teil der ja, Figurenornamentik. Wir haben ja auch jede Menge Figuren schön gebaut. Das ist prima. Und das hier finde ich auch schön. Ist eigentlich ein Hebel. Ne? Man kann es aber auch mal andersrum anbringen und macht hier so eine schöne, ja was soll es sein, wahrscheinlich Laterne draus. Schöne NPU würde man in der Mocker-Szene sagen. Nice Part Usage, also wenn man ein Teil schön kreativ verwendet. Das hier oben ist im Original, man sieht es ja auf dem Bild, eine Quadriga, also vierspännig. Und das ist sogar eine, habe ich auf Wikipedia gelesen, eine Panther-Quadriga. Jawohl, vier Panther ziehen einen Streitwagen. Krass.
Das wäre jetzt in dem Maßstab nicht zu bauen gewesen. Hier 4 Figuren nebeneinander. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß das wird. Deswegen hat man es hier mit einem vereinfacht. Schickes Rad. Gefällt mir aber, dass dieser Streitwagen hier zu sehen ist. Das ist wichtig. Und das hat Xingbao auch schön gelöst. Ja, und neben der Frauenkirche haben wir jetzt bereits zwei weltberühmte, ich glaube, das kann man in dem Fall wirklich sagen, weltberühmte, weltbekannte Bauwerke aus Dresden hier. Und unsere Architekturserie, die hört ja nicht auf, die geht ja weiter. Da wird was aus Venedig kommen und noch einiges mehr. Es wird auch weitere Sets geben, die Martin entworfen hat. Auf dem Weg hierher, sollte bald eintreffen, ist beispielsweise die Wartburg. Da freue ich mich ja drauf. War ich auch schon drauf. Ist herrlich. Wunderschöne Burg. Sieht man bei gutem Wetter auch von der A4 aus, von dieser großen Brücke, die früher mal der Grenzübergang war zwischen Hessen und Thüringen. Ist immer noch die Landesgrenze, aber halt nicht mehr die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Ja, da wird noch einiges kommen. Und natürlich auch Burg Hohenzollern, aber die muss erst noch designt werden, bevor wir sie euch zeigen können. Ja, die Semperoper in Dresden ist ein BB Pro Set mit der Nummer 104372, 3081 Teile für 159,95 €. 38,5 cm ist es breit, 51,5 cm tief und 24,5 cm hoch. Baukomplexität, ich würde sagen, guter Durchschnitt. Vieles ist absolut entspannt und es gibt zwei, drei Stellen, da merkt man dann schon, jetzt wird es ein bisschen knifflig, muss man vielleicht mal die Teile in einer anderen Reihenfolge setzen und dann passt es auch. Ich liebe, wie gesagt, die Farben, ich liebe das Light Aqua und Dark Tan und Tan sind sowieso meine Lieblingsfarben. Ja, und für heute war es das auch schon aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Ach, ein bisschen Olive Green haben wir hier auch. Schick, schick.